Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Manche hat es auf Instagram mitbekommen, dass ich jetzt in der jetzt aktuellen Woche krank war und deswegen ist wahrscheinlich meine Stimme noch ein bisschen komisch und belegt. Mir geht es aber soweit heute am Freitagnachmittag wieder relativ gut. Ja, die Stimme kratzt noch ein bisschen. Ich habe mir auch ein Bonbons hergelegt und was zu trinken, werde also zwischendrin auf jeden Fall auch ein bisschen die Stimme sparen und schonen. Aber ja, soweit geht es mir gut. Die Bücherwoche selbst handelt ja eigentlich von der dritten Urlaubswoche, in der ich am Donnerstag dann leider krank wurde. Es hat sich Donnerstag so ein bisschen der Husten eingeschlichen und ab Freitag ging es mir dann so ganz körpermäßig relativ schlecht mit Halsweh, Schwindel und wirklich nicht, überhaupt nicht gut. Und dementsprechend konnte ich auch überhaupt keinen Videoclip der Bücher, die ich gelesen habe, irgendwie vordrehen. Deswegen ja heute alles kompakt, wie ihr es gewohnt seid. Ich habe auch jetzt in der Krankenwoche, was ja die Bücherwoche der nächsten Woche ist, keine Clips oder sowas gedreht, weil es mir wirklich, ich sag mal, bis Mittwoch sehr, sehr schlecht ging. Es war so schlimm, dass ich am Sonntag sogar zum Notdienst gegangen bin, weil mir wirklich übel wurde, unglaublich schwindelig war, was eben alles so vom Hals über die Ohren dann im Grunde da irgendwas ausgelöst hat. Ich habe eine Kehlkopfentzündung gehabt, weswegen auch jetzt die Stimme im Grunde noch so klingt und eine Bronchitis und keine Ahnung, wo es herkam. Eigentlich ganz gut, dass es am Ende des Urlaubs war, denn mittendrin ist halt immer blöd, weil ja, ist man krankgeschrieben, hat vielleicht noch eine Woche Urlaub und solche Dinge. Und so war ich jetzt im Grunde eine Woche noch krankgeschrieben nach dem Urlaub, was ich auch nicht sehr schön finde. Ich meine, logisch, wer findet Kranksein schön? Aber es ist halt gefühlt, wenn man selten erkältet, sage ich mal, ist, und das bin ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr selten. Ich habe ja eher dann andere Wehwehchen, dass ich, wie halt Anfang des Jahres oder so im April, wie das mit dem Halswirbel hier war. Aber gut, es ist halt einfach so, es gibt viele, die eine Sommererkältung erwischt und ich will auch gar nicht jammern. Heute am Freitagnachmittag sieht die Welt ja schon anders aus. Ich war auch gestern schon frohen Mutes, sonnig, dann so gesonnt auf dem Balkon gesessen, habe dann auch schon das erste Buch wieder in die Hand genommen, während ich den Rest der Woche sozusagen nur auf Hörbuch zurückgegriffen habe, beziehungsweise auf ein Hörbuch. Aber das alles sozusagen in der nächsten Woche. Ja, meine dritte Urlaubswoche war eine sehr entspannte Woche. Ich habe auch ein bisschen was erledigen können. War auch vom Wetter ja nicht ganz so schön. Es war ein bisschen herbstlicher, ein bisschen frischer. Es war wieder Zeit, Pulli zu tragen und auch tatsächlich hatte ich so einen Schal schon um. Also es ist wahrscheinlich auch einfach der Wechsel gewesen, der mir nicht so gut getan hat. Aber ja, ansonsten war die Woche einfach sehr ruhig. Lesetechnisch habe ich vier Bücher gelesen, beziehungsweise zwei gelesen, eins gehört und eins abgebrochen. Und ich war auch im Kino gewesen am Dienstag zum Kinotag und ich habe auch sehr coole Post bekommen. Allerdings jetzt eigentlich erst in dieser Woche, aber ich möchte es euch auf jeden Fall zeigen. Und ich denke, wir fangen aber wie immer einfach mal mit den Büchern an. Begonnen hat meine Woche mit Blutparadies von Klaus Hammering, ein Autor, der seinen Debüt-Thriller herausgebracht hat, bei dem ich im Frühsommer Test lesen durfte. Ich hatte vorher, glaube ich, auch noch gar nie einen Thriller-Test gelesen und ich war jetzt total neugierig, wie diese ganzen Änderungen sozusagen vorgenommen wurden und es hat sich einiges verändert. Und ich habe dieses Buch, das kann ich vorneweg sagen, an einem Abend weggesuchtet. Also er hat mir schon beim Testlesen sehr, sehr gut gefallen und er war jetzt wirklich bombastisch gut und ist für mich wirklich ein absolutes Highlight. Dann habe ich gelesen Oracle Year, Tödliche Wahrheit von Charles Sewell, dass ich theoretisch noch vor Blutparadies angefangen habe, aber ja, ne, das hat dann sich einfach dazwischen gequetscht. Ein Buch, das mich vom Klappentext mega angesprochen hatte und wo mir auch die Story sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und das auch wirklich sehr, sehr gut wegsuchten konnte. Gehört habe ich die ganze Woche über Die Frauen vom Löwenhof, Mathildas Geheimnis von Corinna Bohmann. Das ist der zweite Teil der Frauen vom Löwenhof-Reihe. Da fand ich ja auch den ersten Teil schon sehr, sehr gut und habe mich hier auf das Hören auch eines relativ langen Hörbuches gefreut, was mich wirklich auch so die ganze Woche gefühlt begleitet hat.
Und das letzte Buch, ja, mir war nach High Fantasy. Und ich habe zu Stadt aus Wind und Knochen gegriffen von Fran Wild. Das ist ein Debütroman und ich habe hier auch noch das Lesezeichen drin, wo ich aufgehört habe. Denn das habe ich nach knapp 130 Seiten leider abgebrochen. Und ja, das tut mir auch jetzt noch unglaublich leid. Und ja, aber warum und weshalb dazu dann natürlich auf jeden Fall mehr. Beginnen wir aber mit einem Highlight in der Woche. Blutparadies von Klaus Hammering. Ein ja, Debüt-Thriller des Autors, der mich angefragt hatte zum Testlesen im Frühsommer. Und das habe ich auch sehr, sehr gerne getan, weil es auch einfach von der Zeit sehr, sehr gut gepasst hat. Und natürlich auch der Austausch ja, über das Lesen und sonstigem sehr, sehr interessant und auch neuartig so ein bisschen für mich war. Es ist ein Thriller, wie man am Titel schon sehen kann, der doch ein bisschen blutiger ist. Davor hatte ich tatsächlich so ein bisschen meine Bedenken. Ich bin ja kein blutrünstiger Thriller-Leser. Ich mag ja eher wirklich so Psychothriller, die ja, sich eben eher so mit den Gedanken sozusagen beschäftigen, die manche ja, Killer oder sonstiges eben einfach haben. Ich muss nicht immer alles so en detail sozusagen sehen. Und ich habe dieses Buch damals testgelesen und fand es schon sehr, sehr gelungen und sehr spannend. War jetzt aber total neugierig, als dann eben die Info kam, ja, das Buch ist jetzt veröffentlicht, habe ich es mir natürlich direkt auch geholt. Aktuell zum Einführungspreis von 99 Cent. Also jeder, der einen Thriller lesen möchte, der Lust hat, hat da auf jeden Fall einen Schnäppchenpreis. Und ja, um was geht's aber überhaupt im Blutparadies? Ja, wir sind hier auf einer kleinen karibischen Insel, wo ein Luxushotel sozusagen eröffnet und wir treffen auf den Hotelmanager, der leider doch ein bisschen überfordert ist, denn die halbe Hotelcrew ist irgendwie nicht angekommen zum Start der Saison, zum Start der Hoteleröffnung. Und ja, er hat aber schon Gäste. Er hat normale Gäste, also wirklich Familien und Paare. Er hat aber auch einen Magazinjournalisten, Fotografen eingeladen. Er hat die Innendesignerin des Hotels eingeladen und ja, wollte eigentlich Luxus pur bieten in dieser tollen Anlage und ja, schafft das aber natürlich nicht so ganz. Wir lernen im Grunde diese kleine Gruppe kennen. Die Geschichte wird auch aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Und ja, es wird dann natürlich richtig spannend, ja, als im Grunde der erste vermeintliche Mord passiert und ja, natürlich der Radius der Täter sehr, sehr klein ist, denn irgendeiner, der unter uns ist, irgendeiner, der uns auch eine Geschichte erzählt, ja, der ist natürlich irgendwie vielleicht tatsächlich der Mörder gewesen, wenn es nicht jemand von außerhalb ist, was man natürlich noch nicht direkt wissen kann. Und ja, wir erfahren so ein bisschen diese Geschichte eben aus den einzelnen Sichten der kleinen Gruppe und aber natürlich haben wir in diesem Buch auch die Sicht des Mörders und wir wissen nicht, wer das ist. Natürlich nicht, das wäre ja auch total langweilig. Aber gerade diese Abschnitte haben das Buch für mich unglaublich spannend gemacht. Ich finde diesen ganzen Geschichtsablauf, der jetzt erstmal so ein bisschen unspektakulär kennt, ja klar, da passiert ein Mord auf einer Insel und der Personenkreis ist eingegrenzt. Das klingt natürlich so wie, ja, irgendwo hat man das schon in jeder Geschichte, gibt es so einen Fall, ne? Also gar keine Frage. Aber das Besondere am Blutparadies ist tatsächlich für mich dieser verschiedene Perspektivwechsel, dass wir eben die unterschiedlichen, ja, Gäste kennenlernen, dass wir auch im Grunde ja die Opfer kennenlernen, die dann eben irgendwann vielleicht mal zu einem Opfer werden. Wir im Grunde so auch die verschiedenen Alibis so ein bisschen der anderen in Frage stellen können mit dem jeweiligen Charakter, der wir gerade sind und eben alle Gedanken irgendwie haben. Das fand ich unglaublich gelungen. Das hat mich sehr mitgerissen und wirklich so in die Sogwirkung eingezogen. Was ich auch ganz toll fand, ist, dass das Buch ja so in der Jetzt-Perspektive erzählt ist. Also man ist immer live dabei und es ist immer sehr greifbar, immer ja, sehr packend. Das muss man tatsächlich so sagen, fand ich wirklich großartig gemacht. Das war in der Testversion noch ein bisschen anders. Das fand ich jetzt wirklich unglaublich gelungen. Und ich mochte auch die Passagen, die so ein bisschen dazu kamen, die noch ein bisschen Spannung aufgebaut haben und die wirklich uns ganz nah am Geschehen dabei lassen, sein lassen. So. Und wenn ich jetzt natürlich sage, dass man am Geschehen dabei ist, ja, es wird durchaus blutig, das muss man ganz klar sagen. Es ist nichts für ganz zarte Gemüter, das ist einfach so. Es war aber für mich tatsächlich absolut noch okay. Es gab so den einen oder anderen Moment, da habe ich die Augen auch zugemacht und dachte, oh mein Gott, ha,
Nein, so detailliert will ich das gar nicht wissen. Aber es war tatsächlich aushaltbar und es war spannend und es hatte auch alles so einen Sinn. Das muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Es machte Sinn, was da passierte. Und die Auflösung am Ende ist grandios. Das ist wirklich so, ich kriege direkt wieder Gänsehaut. Das fand ich wirklich absolut Hammer. Diese verschiedenen Plot-Twists, die da zwischendrin sind. Und selbst, dass ich dieses Buch jetzt ein zweites Mal gelesen habe und ja wusste, wie das Ende endet, und es endete genauso wie beim Testlesen, hat es mich komplett einen Abend in Spannung gehalten und ich habe es in zwei Rutschen an diesem Abend weggelesen. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht, geht mir sehr, sehr selten bei Thrillern so, weil man ja immer so denkt, ja, man weiß ja schon, was passiert, wie die Wendungen sind, wie es sich am Ende auflöst. Jetzt ist natürlich das erste Testlesen so ein Stückchen her, und man kann sagen, okay, manches hat man schon so ein bisschen vergessen oder in der Schublade irgendwo verpackt. Aber es war mega spannend gemacht und ich mochte auch tatsächlich die Veränderungen, die sich jetzt im Grunde nach dem Korrektorat und Lektorat ergeben haben. Und das ist für mich wirklich ein Highlight-Thriller. Also absolute Empfehlung. Wer sowas gerne liest, der ist hier absolut richtig. Und man sollte ein bisschen was ertragen können, gar keine Frage. Aber ich meine, es heißt ja auch nicht umsonst Blutparadies. Aber das ist es auf jeden Fall wert und mir hat es wirklich großen Spaß gemacht und ich finde, allein wenn man eine Geschichte an einem Abend wegsuchtet, das spricht einfach für sich. Na, also von daher, großes Bücherkino, hat mir sehr, sehr gut diese Woche gefallen. Weiter geht es mit Oracle Year, tödliche Wahrheit von Charles Soule. Ein Buch, das mich schon angesprochen hat, als ich es nur vom Cover sah, vom Klappentext sah. Und ich war auch dann total gespannt auf diese Geschichte, die im Juli oder August dann jetzt auch erschienen ist. Es geht in dieser Geschichte um Prophezeiungen, die sich bewahrheiten und ja, so ein bisschen die Frage, ja, was würde man selbst tun, wenn man weiß, was passiert? Wenn man weiß, dass Flugzeugabstürze oder andere Katastrophen bevorstehen, die eben vorhergesagt werden, was einen ja nicht nur beängstigt zurücklässt, sondern ja auch sehr, sehr zum Nachdenken anregt. Und wir begleiten Will Dando, das ist er ist ein Musiker in New York City und ja, sein Leben verändert sich eben schlagartig. Ja, dann er wird zu einem sehr, sehr machtvollen Mann, denn seine Entscheidungen ebnen den Weg und ja, er macht sich dadurch eben auch so ein paar Feinde, indem er ja wieder die Dinge eben auch sieht durch die ja, Vorhersagen. Es ist leider gar nicht so, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, möglich, so viel darüber zu erzählen, weil man ziemlich früh am Anfang den Weg zwar schon erzählt bekommt in der Geschichte von Will Dando, von dem Musiker, aber ich möchte das tatsächlich gar nicht erzählen, weil es würde vielleicht zu viel nach hinten raus verraten. Ja, Will Dando, ein Charakter, den ich sehr interessant fand, überhaupt diese ganze Idee mit den Vorhersagen, wenn man eben wüsste, Flugzeugabstürze, Terrorangriffe, andere Katastrophen, Überschwemmungen, wenn man das wüsste, was würde man tun? Würde man es für sich selbst behalten? Wem würde man diese, ja, Information überhaupt geben? Wem vertraut man? Wem, ja, gibt man sowas an die Hand in der Hoffnung, dass etwas Gutes dabei rumkommt? Müssen manche Dinge einfach passieren? Was passiert, wenn etwas nicht passiert? Wie würde sich die Geschichte dann entwickeln? All diese Fragen, was wäre wenn, stellen wir uns in dieser Geschichte zusammen mit Will Dando und eben nicht nur auf der Seite der Guten, sondern durchaus eben auch auf der Seite der Bösen, insofern es dieses Schwarz-Weiß-Denken in dieser Geschichte im Grunde sehr, sehr gibt. Es war sehr neuartig vom Stil her, auch von der Idee, vom Rüberbringen. Es war mal etwas sehr, sehr Innovatives und es war unglaublich gut durchdacht, das muss man absolut dazu sagen. Und man denkt unglaublich viel auch darüber nach. Also es gab viele, viele Momente in der Geschichte, wo ich mich innegehalten habe und darüber nachdachte, wie würde ich mich entscheiden, was würde ich jetzt tun, würde ich das wissen wollen, wie würde ich mit meinem Wissen umgehen. Und das fand ich wirklich großartig gemacht. Also das war wirklich vom Autor her super spannend inszeniert, wirklich gut rübergebracht. Es hatte auch so eine Sogwirkung, die einen wirklich in die Geschichte gezogen hat. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich mag ja so was wäre, wenn Zeitreise, so ein bisschen Science Fiction. Und das mochte ich hier wirklich auch. Diese Elemente haben sehr, sehr gut zusammengepasst und haben eine spannende und sehr schlüssige Geschichte rübergebracht. Sehr schade fand ich tatsächlich, dass die Geschichte
manchmal einfach zu gewollt gewirkt hat. Man hat manchmal gemerkt, dass ein Weg so eingeschlagen wurde, der ein bisschen konstruiert wirkte und eben auch so gewollt wirkte, was ich einfach ja, schade fand, weil die Geschichte an sich schon sehr einnehmend war und auch sehr hart war. Also man lernt manche schon sehr auf die harte Tour und deswegen hätte es dieses Gewollte für mich auch überhaupt nicht gebraucht und dieses Konstruierte. Es ist eine sehr, sehr düstere Atmosphäre, die diese Düsternis nimmt, also zieht sich durch einen auch so ein bisschen durch. Und sehr gelungen fand ich auch, dass die Geschichte in 4 Jahreszeiten aufgeteilt war, also in 4 Teile, was einfach so vom Zeitraum sehr überblickend war. Also man hatte so ein bisschen ein Gefühl, in welchen Zeitebenen das im Grunde passiert, vergehende Woche, Monat, ein Jahr. Da hatte man ein gutes Gefühl und es wirkte einfach von vorne bis hinten unglaublich durchdacht. Es war in keinem Moment, wo man sich irgendwie dachte, es wäre unlogisch. Ja, es wirkte manchmal gewollt. Da hatte man eben manchmal das Gefühl, dass der Autor nicht so den echten Weg, den echten Fluss losziehen lässt, sondern eben eingreift. Was natürlich klar, also ich weiß nicht, ob man versteht, wie ich das meine, aber es ist natürlich absolut klar, dass er vielleicht irgendwie eine Entwicklung dann doch noch wollte, die vielleicht von vornherein gar nicht so feststand. Aber es ist ein toller Science-Fiction-Roman, der sehr düster ist und diese Zukunftsvisionen auch sehr nah an den Leser heranbringt. Und eben immer diese Frage, was wäre wenn? Und das darüber nachdenken und wie das der Autor auch angekurbelt hat, fand ich wirklich super spannend gemacht. Ich mochte den Schreibstil und mir hat diese Geschichte wirklich auch viel, viel Lesespaß gebracht. Wie gesagt, so der ein oder andere Wendungsmoment, der war nicht ganz meins, aber es ist absolut ein kleines Highlight und hat wirklich im Science-Fiction-Bereich mir diesmal sehr, sehr viel Spaß gebracht, während ich ja mit dem orangenen Buch ja nicht so mein Glück hatte, ist Oracle hier wirklich also super spannend gemacht. Also auch so dieser Jahresverlauf und was da also passiert, was ineinander hineingreift, das ist einfach spannend und ich fand auch einfach die Idee Hammer. Also das ist wirklich auch wieder großes Bücherkino, ein tolles Buch, hat wie gesagt so ein, zwei Momente, die mich so ein bisschen haben knirschen zurückgelassen, aber an sich trotzdem ein wirklich wirkliches kleines Highlight. Das Hörbuch der Woche war Die Frauen vom Löwenhof, Mathildas Geheimnis von Corinna Boman. Das ist der zweite Teil einer Trilogie und der dritte Teil ist, glaube ich, für den Dezember auch schon bereits angekündigt. Und ich sage Sophie, ich freue mich jetzt auch schon auf den dritten Teil. Ja, es geht in den Geschichten um die Frauen vom Löwenhof, eben um den Löwenhof, der in Schweden seinen Sitz hat. Und wir haben im ersten Teil Agneta kennengelernt, die im Grunde eigentlich eine freigeistige Frau war, die studiert hat, aber dann zurück zum Löwenhof musste, weil ihr Vater und ihr Bruder einen Unfall hatten. Und dann erleben wir eben so ein bisschen ihr Leben dort. Und sie hat bereits Dinge in Bewegung gesetzt im ersten Teil, die wir jetzt eben im zweiten Teil Mathildas Geheimnis sozusagen weiterverfolgen können. Also Mathilda, ein Mädchen, das glücklich aufwächst, ich glaube auch in Stockholm, und dann eben ihr Vater sehr früh stirbt, ihre Mutter dann leider auch stirbt und sie zu ihrem Mündel gehen muss. Nein, sie ist das Mündel, so rum, sie ist das Mündel. Und der Vormond ist dann Agneta und die bringt sie eben an den Löwenhof. Und man kann jetzt natürlich nicht so viel zu Agneta und dem Löwenhof erzählen, weil das natürlich Spoiler zum ersten Teil wären. Aber ja, Mathilda lebt dann eben auf dem Löwenhof, wird da im Grunde großgezogen und geht dann im Grunde auch ihren eigenen Weg. Und ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil es ist auch hier wieder so Spoilergefahr zum ersten Teil, was einfach schade wäre. Und ich mag den Löwenhof unglaublich gerne. Ich mag das Setting, ich mag Schweden, ich mag die Landschaft, ich mag, wie uns diese Pferde-Ranch im Grunde nahegebracht wird, wie uns die Charaktere erzählt werden. Und ich mag einfach so diesen Fortschritt der Geschichte vom Löwenhof. Auf der dritte Teil wird sich wieder zu einer anderen Zeit um den Löwenhof drehen. Man hat jetzt schon ein Gefühl zu wissen, wer die dritte Person sein wird. Also das weiß man spätestens, wenn man das Ende des zweiten Teils weiß. Und es ist eben so, dass man immer so 20, 30 Jahre in der Geschichte im Grunde verharrt. Man war, glaube ich, bei Agneta 1910, 1903, also Anfang. Jetzt sind wir so 30er, 40er Jahre. Also ja, wir haben durchaus auch so ein bisschen Zweiter Weltkrieg drin. Da kann ich aber schon sagen, es hat mich überhaupt nicht gestört. Es wurde nicht zu sehr darauf irgendwie
ja, in der Geschichte irgendwie der Fokus gelegt. Ja, natürlich passiert der Zweite Weltkrieg und da passiert auch etwas in Schweden, gar keine Frage. Aber es war sehr neutral erzählt, wie ich fand. Und das ist genau das, was ich ja gerade auch an Schweden gut finde, dass die ja auch immer neutral waren und die durchaus diese Geschichte aus verschiedenen Sichten erzählen. Und dann eben, ja, ich meine, das Grauen Zweiter Weltkrieg ist da. Es ist logisch, dass da nicht schön dran ist. Ist gar keine Frage. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen anders erzählen. Und das macht Corinna Boman ähnlich für mich wie Jeffrey Archer, der in der Clifton-Saga durchaus auch den Zweiten Weltkrieg erzählt hat und ja auch noch den Ersten. Und das aber auch mit einem gewissen Abstand macht. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, weil ich dann nicht zu tief in diese Geschichte so hinein muss. Und das kann ich hier auch sagen, das macht Corinna Boman auch sehr gelungen. Und ich glaube, der dritte Teil ist dann irgendwie 60er, 70er Jahre, was so schön sich ein bisschen erzählen lässt, weil ja, man bekommt da so ein bisschen ein Gefühl, in welche Richtung es gehen kann. Es ist dann wirklich so eine große Löwenhof-Saga, die ich einfach toll finde. Jedes Buch hat so um die 700 Seiten. Es waren jetzt auch über 20 Stunden Hörzeit. Und das finde ich auch wirklich großartig, denn man kann lange in der Geschichte verweilen und es sind für mich wirklich ganz, ganz tolle Geschichten. Es fehlt immer so ein bisschen was, damit die Geschichte ein Highlight wird, aber es sind tolle Geschichten, man verweilt gerne da und man bekommt so ein wunderbares Schweden-Entspannungsgefühl. Mit Mathilda wurde ich leider nicht so richtig warm, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mathilda hat viele Entscheidungen getroffen, die ich einfach nur kopfschüttelnd finde, die mir persönlich einfach nicht gefallen haben. Sie ist auch so ein bisschen jammerig und alles muss sich so um sie drehen und sie ist so ein bisschen kompliziert und sie ist einfach nicht mein Fall. Ich wäre mit Mathilda wahrscheinlich auch nicht befreundet. Ich wäre eher mit Agneta befreundet gewesen aus dem ersten Teil, die durchaus auch schon Dinge tat, mit denen ich nicht ganz konform gegangen wäre. Aber bei Mathilda hatte ich schon so öfter meine Probleme und habe öfter Augen gerollt und dachte, ach Mensch Mädel, jetzt reiß dich doch auch mal zusammen. Aber gut, ja, deswegen ist die Geschichte zwar ganz, ganz toll, wunderbar erzählt, aber es gibt eben diese Momente mit Mathilda, wo ich denke, ach Mensch, ach, das hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Also ja, aber wer Familiensaga mag, wer zum Beispiel Clifton-Saga toll fand, vielleicht die Hansen-Saga gut fand, der ist, denke ich, hier beim Löwenhoch auch absolut richtig. Wer historisch gesehen nicht ganz so weit zurück möchte, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Die Sprecherin ist Caroline Musk von Oppen. Mir hat die Sprecherin überhaupt nichts gesagt. Der erste Teil wurde auch von einer anderen Sprecherin eingesprochen. Ich fand aber Caroline Musk von Oppen wirklich sehr, sehr gelungen. Man konnte sie ohne Probleme schneller drehen, was ja bei Frauen oftmals nicht der Fall ist, weil die sich ja sehr schnell überschlagen in den Höhen. Ich fand das sehr, sehr angenehm und sie hat mich wirklich auch sehr mitgenommen, also sehr reingerissen. Also ich habe eine Viertelstunde gehört und ich war im Grunde am Löwenhof. Das hat die Sprecherin wirklich großartig gemacht und hat mir wirklich viel, viel Hörspaß bereitet. Und ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil. Bin sehr gespannt, wie diese Reihe dann endet. Man wird ja dann auch wieder so etwas zum Anfang der Geschichte hören. Es wird ja auch Agneta wahrscheinlich vielleicht irgendwie noch eine Rolle spielen oder ihr Erbe oder was auch immer. Das weiß man ja nicht, wie der dritte Teil ausgeht, aber man greift natürlich auf diesen Löwenhof des ersten Teiles wieder zurück und ja, auch wie sich die Frauenrechte wahrscheinlich einfach verändern werden. Wenn man da noch an den ersten Teil denkt, was schon anders zum zweiten Teil ist, dann wird es eine Veränderung in die 60er, 70er Jahre des dritten Teils geben. Ich stelle mir hier jemanden vor, der vielleicht wirklich auch wählen geht oder was auch immer. Da sieht man so ein bisschen diesen Weg, wo Frauenrechte hinkommen, wo sie herkamen und wie auch Frauen eigentlich dafür gekämpft haben. Und ja, es sich hoffentlich nicht so schnell wieder nehmen lassen. So, jetzt habe ich mal kurz was getrunken. Ich hoffe, die Stimme hält gar durch. Ja, nach den doch drei sehr, sehr gelungenen Büchern dieser Woche habe ich dann zu High Fantasy gegriffen, weil mir tatsächlich einfach danach wieder war. Ja, ich habe ja doch ein bisschen viel High Fantasy in diesem Monat gelesen. Und so dachte ich, Stadt aus Wind und Knochen passt sich da ganz gut ein. Das Buch ist von Fran Wild. Und es hat mich damals total angesprochen
von der Überschrift des Klappentextes: Willkommen in einer Welt aus Wind und Knochen, Liedern und Stille, Verrat und Mut. Und das ist ein Debüt der Autorin und ich fand auch das Cover super schön gestaltet. Also ich bin da auch total happy, dass mir das der Knauer Verlag zur Verfügung gestellt hat. Muss aber leider sagen, dass ich es nach 130 Seiten sind es knapp von fast 400, also ja knapp ein Drittel, habe ich dieses Buch abgebrochen. In der Geschichte geht es um Menschen, die in Knochentürmen leben und sie bilden dort eben auch eine feste Gemeinschaft in ihrem Turm. Jeder ist für seinen Turm verantwortlich und Türme wachsen nur weiter, wenn die sogenannten Sänger dies im Grunde auch zulassen. Was sich unterhalb oder oberhalb dieser Türme befindet, wurde in den 120 Seiten noch nicht so wirklich erklärt, beziehungsweise man hat so den Eindruck, das wissen die selbst nicht in dieser Geschichte. Menschen können sich Flügel anziehen, was ich großartig von der Idee fand, und dann auch fliegen, was ich eine sehr, sehr faszinierende Idee fand. Im Grunde diese Idee so ein bisschen weiter gesponnen, was so ein bisschen eigentlich nach Science Fiction wirkt, aber eben in der High-Fantasy-Welt. Was war mein Problem mit diesem Buch? Also es klingt erstmal von der Idee super spannend. Diese Türme, jeder Turm für sich, man muss dafür sorgen, dass man in der Gemeinschaft bleibt, dass die Gemeinschaft gut ist, dass das alles passt, dass die Gemeinschaft wachsen kann, dass der Turm durch die Sänger wächst und man fliegt eben durch die Welt. Das klingt erstmal sehr, sehr spannend und ich fand auch sehr interessant und ich war aber leider schon nach den ersten 30, 40 Seiten total überfordert. Ich habe gefühlt überhaupt nichts verstanden. Man ist direkt in der Geschichte drin. Es gibt keine Erklärungen zur Welt. Es ist ein sehr stockender Stil, wo man immer so das Gefühl hat, kaum könnte man sich jetzt mal eine Erklärung nähern, wumm, wird man gebremst und es kommt irgendwie ein anderer Handlungsstrang dazu. Es kam mir überhaupt nicht flüssig vom Lesen vor. Es war auch überhaupt gefühlt gar nicht logisch, was mir da erzählt wurde. Und man wird einfach so reingeworfen und soll sich dann zurechtfinden. Und für mich funktioniert das bei High Fantasy selten bis gar nicht. Ich finde immer, der Autor muss ein bisschen erklären. Und es muss nicht so ausführlich sein wie bei Herr der Ringe oder bei Harry Potter oder auch bei George R. R. Martin. Nein, gar keine Frage. Es kann knackige, schnelle High Fantasy sein. Ich finde auch 400 Seiten für ein High Fantasy Werk absolut möglich. Das gibt es an genügend Beispielen. Aber Fran Wilde schafft es für mich nicht. Ich saß wirklich da nach 30, 40 Seiten und dachte, was hast du jetzt eigentlich gelesen? Und dachte, jetzt guckst du nochmal. Hab nochmal so ein bisschen zurückgeblättert und dachte, es macht immer noch keinen Sinn. Und dann dachte ich, der Sinn ergibt sich vielleicht irgendwann, wenn mal etwas passiert und Leute miteinander irgendwie in Kommunikation treten. Nein, das war aber auch nicht der Fall. Ja, es gab dieses wunderbare Flieggefühl und diese Idee dahinter, aber ja, mehr war halt auch nicht. Warum das so ist, was es mit den Türmen auf sich hat, wo die herkommen, warum die so sind, was passiert, wenn man nach unten geht, nach oben geht. Ja, es kann sein, dass das in den anderen 250 Seiten erklärt wird, keine Frage. Aber ich kam überhaupt nicht mit zurecht. Also ich hatte ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Und ich mochte eben auch einfach diesen Stil nicht, der sehr zackig war, sehr schnell war, sehr unflüssig auch einfach war, der so von, jetzt fange ich ja schon das Quietschen an, Entschuldigung, der mich überhaupt nicht an die Hand genommen hat und mich auch nicht irgendwie mir was erklärt hat. Sehr, sehr schade, aber ja, ich bin halt jemand, der durchaus Bücher abbricht. Ich möchte meine Zeit nicht mit Büchern irgendwie vergeuden, verschwenden, die ich nicht gut finde, wo ich schon relativ früh merke, die gefallen mir nicht. Klar, so ein Drittel, finde ich, muss man ein Buch geben. Manche Bücher fangen eben erst nach 50, 60, 70 Seiten an, gut zu werden. Gar keine Frage, das hat dieses Buch auch bekommen. Aber wie dann, ich glaube, der erste Teil, ja, genau, jetzt ging jetzt der Teil 2 los. Wie der erste Teil losging, dachte ich mir, ach nee, und habe es dann auch weggelegt. Und da ich ja keine Bücher gefühlt pausiere, ist das jetzt eben abgebrochen und wird nicht weitergelesen. Ja, man muss dazu sagen, leider, denn ich hätte mich hier wirklich darauf gefreut, eine neue High-Fantasy-Autorin im Grunde kennenzulernen. Ja, ich war in der Woche auch im Kino am Dienstagnachmittag, nachdem das Wetter ja nicht ganz so toll war, und habe mir Christopher Robin angeguckt.
mit Ewan McGregor. Ich bin ein großer, großer Fan von Ewan McGregor. Ich mag den in sehr, sehr vielen Filmen. Ich mag auch seine Doku, wo er mit dem Motorrad durch Afrika und auch Alaska oder irgendwie sowas fährt. Finde ich wirklich großartig gemacht. Ich finde es ein ganz sympathischer Typ, der alles so locker irgendwie rüberbringt, der überhaupt keine Star-Allüren hat. Und ich finde, das merkt man seinen Rollen auch einfach an. Bei Christopher Robin handelt es sich ja um den Sohn des Erfinders von Winnie the Pooh. Und der erzählt uns im Grunde so ein bisschen seine Lebensgeschichte, wie er eben irgendwann Abschied von Winnie und den Freunden, also von Pooh, den Bären sozusagen, nimmt. Und auch von Tigger und wie da der Abschied eben ist als Jugendlicher, wie er sein Leben irgendwie weiterlebt. Und das aber alles gar nicht so gut verläuft, wie man vielleicht hoffen mag für ihn. Und eines Tages als erwachsener Christopher Robin in ihm im Grunde dann ja diese Begegnungen wieder, ja, unterkommen. Mir fällt gerade so, das war, glaube ich, jetzt kein guter Satz, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich mag solche Geschichten sehr, sehr gerne. Ich mochte auch schon Wenn Träume fliegen lernen, wo uns ja die Geschichte vom Peter Pan-Erfinder erzählt wird. Ich mag den Film Hook mit Robin Williams, wo uns eben auch diese Geschichte von Peter Pan im Grunde weiter erzählt wird. Ich mag sowas unglaublich gerne, wenn einen im Grunde so ein bisschen die Kindheit, die Figuren der Kindheit so einholen und einem übers Leben eigentlich verraten, ach, es ist alles nicht so wichtig, erinnere dich deiner Fantasie, deiner Kindheit und bleib verspielt und jung. Und die Geschichte hier ist schon eine ganze Spur dramatischer, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe auch Taschentücher gebraucht, fand es aber großartig gemacht. Und viele sagen ja auch, sie mögen nicht, wie die Figuren so dargestellt wurden, dass die ihnen zu merkwürdig erscheinen. Mir gefallen sie tatsächlich relativ gut. Man kennt halt den Zeichentrick von den Filmen, aber wenn man sich an die früheren Bücher erinnert, dann passt die Grafik so gefühlt dazu. Und ich fand auch, dass Ewan McGregor ganz, ganz toll Christopher Robin sozusagen gespielt hat und mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Und ich finde, das hat er großartig gemacht. Und ich mochte die Geschichte. Und das war auch für mich ein Film, den ich wahrscheinlich noch öfter angucken werde und mir deswegen bestimmt auch auf DVD oder Blu-ray holen werde, weil ich den wirklich sehr berührend, sehr emotional fand. Und ich mag so Filme oder ja so Message-Geschichten einfach unglaublich gerne. Und ich fand eben auch, dass Christopher Robin wirklich ein ganz sympathischer Typ war. Und es wurde mal wieder Zeit fürs Kino. Dann habe ich letzte Woche in Vorarbeit, weil ich, also in der Woche, ja wusste, dass ab 1. September ist ja der 7. Teil von Harry Potter zum Hören fällig gewesen. Also ich wusste, dass ich den ziemlich früh im Monat hören werde, konnte natürlich nicht ahnen, dass ich krank werde und ein Gefühl dann auch in 4 Tagen wegsuchte, nenne ich ganz aber fast. Und ich habe mir in der letzten Woche, weil das Wetter eben nicht so schön war, DVDs, die Filme zum 5. und zum 6. Teil angeguckt. Ich habe das ja jetzt immer so gemacht, wenn ich einen Teil gelesen hatte, eigentlich habe ich versucht, immer gleich den Film dazu anzugucken. Ja, der 5. hinkte jetzt ein bisschen nach, das hatte so ein paar Gründe, aber ich habe dann Teil 5 und 6 hintereinander weggucken können. Muss tatsächlich sagen, dass in direktem Vergleich die Filme absolut durchfallen. Das ist unglaublich, was Wichtiges eigentlich weggelassen wurde. Und ich habe mich gerade beim 5. und auch schon bei beiden Teilen, also das sind so viele Fragezeichen, die einen eigentlich übrig bleiben müssen, wo man denkt, das fehlt doch und das. Und ja, ich bin jemand, der durchaus das immer sagt, aber man möchte das ja nicht sagen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass der Fehler war, dass man Teil 5 und 6 auch schon in den Film mit 2 Stunden oder 2,5 reingepresst hat. Ich glaube einfach, die Bücher hätten auch schon jeweils 2 Teile gebraucht. Ja, ich weiß, wer hätte sich am Ende gern 10 Teile angeguckt. Ich weiß nicht, ob Harry Potter als Serie nicht auch ganz gut funktionieren würde. Oh Gott, jetzt habe ich dieses böse Wort gesagt. Ich weiß, dass ja sowas, solche Gedankenspiele gibt es, dass man kleine Serien macht, ich glaube so mit 6 bis 8 Folgen pro Buch, und das könnte ich mir unglaublich gut vorstellen. Und man würde, also ja, natürlich bleiben die 3, also Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint für mich immer mein magisches Trio, aber
ich könnte mir das als Serie tatsächlich auch gut vorstellen. Ja, ich bin jetzt ja im Grunde fertig mit dem letzten Teil von Harry Potter und werde mir die beiden Teile dann auf jeden Fall auch im September angucken. Und wollte ich aber nicht ungesagt lassen. Ja, ansonsten war, glaube ich, nichts Großartiges in dieser Woche, weil ich bin ja dann auch ab Donnerstag kränklicher geworden. Aber mich hat ganz, ganz tolle Post erreicht. Und zwar jetzt eigentlich in dieser Woche, ich möchte es jetzt aber einfach erzählen, weil es ja trotzdem jetzt einfach so in diese Zeit, also ja, man muss ja nicht immer, ja, ihr wisst das ja mit den verschiedenen Wochen sowieso gefühlt wahrscheinlich nicht, von daher, ja, mich hat Post erreicht und zwar großartige Post mit, die mich total überrascht hat. Ich habe vor 2-3 Wochen, ja, erzählt in der Bücherwoche, dass ich Herr der Ringe, die Extended Edition angeguckt habe in meinem Urlaub und dass leider meine DVDs so langsam den Geist aufgeben, sie Ruckler haben, sie Pausen haben und man sie nicht mehr durchgängig angucken kann. Und der liebe Zuschauer Alex, ganz liebe Grüße an dich, hat mich auf Instagram angeschrieben, dass er die Extended Editions zu Hause hat, sie nie anguckt und sie bei mir doch ein schöneres Zuhause haben. Und er hat mir tatsächlich alle drei Teile der Herr der Ringe Extended Edition auf DVD zugeschickt. Total verrückt, das finde ich nach wie vor, aber positiv und lieb verrückt, das muss ich ganz klar sagen. Ich wollte es überhaupt nicht annehmen. Ich habe auch gesagt, Mensch, lass mich das irgendwie bezahlen oder zumindest das Porto oder... Nein, das wollte er alles nicht. Er wollte damit auch irgendwie Danke sagen, hat er in seiner Nachricht geschrieben und ich bin total geflasht. Also als das Paket bei mir ankam, war ich total geflasht. Ich bin total fix und fertig, ich finde ja schon immer, ich bin eine verrückte Nudel. Und ich finde es schön, dass meine Zuschauer auch so verrückt sind. Und ich erwarte von niemandem, dass er sich für meine Videos in irgendeiner Art und Weise bedankt. Kommentare, Daumen nach oben, die Kommunikation auf allen Social Media, das ist einfach schon Dank genug. Aber ich saß wirklich strahlend mit einer Freudenträne vor diesem Paket. Ich war ja auch noch krank, als ich das Paket erhalten habe. Und ich bin einfach fertig, ich bin immer noch fertig. Und ich bin einfach total geflasht. Alex, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns ja in Leipzig schon kennenlernen dürfen auf der Buchmesse. Und vielleicht klappt es ja nächstes Jahr in Leipzig auch wieder. In Frankfurt werde ich ja nicht sein. Und ich bin total, also das ist wirklich absoluter Hammer. Und da hat er mir auch noch drei Lesezeichen von neuen Harry Potter beigelegt. Die Ausgaben gefallen mir tatsächlich nicht ganz so gut. Und ich verstehe auch nicht, warum der letzte Teil anders von der Beschriftung ist wie Teil 1 bis 6. Das finde ich total doof, weil man müsste den siebten Teil jetzt hinlegen, damit man es lesen kann, während die anderen ja runterwärts geschrieben sind. Müsst ihr mal aufpassen. Und ja, ich bin da sehr eigen und finde das sehr merkwürdig. Über die Lesezeichen habe ich mich mega gefreut, auch wenn jetzt natürlich der Harry Potter Reread vorbei ist, werden die auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir bekommen. Und ich mag auch tatsächlich, wie die gezeichnet sind, finde ich sehr, sehr schön. Wirkt natürlich ein bisschen kindlicher, was ja spätestens, sag mal, ab Teil 3, 4 nicht mehr hinkommt, aber ja. Und dann hat er mir auch noch aus dem Hugendubel Postkarten beigelegt, die ich total cool finde und wo man einfach sagt, Mensch, so als Büchernerd hat man da auf jeden Fall was. Und das finde ich hier großartig. Also das ist wirklich, das kenne ich auch durchaus mit anderen Einkäufen. Das ist ja so klassischerweise bei der Frauenhandtasche, wann ist sie zu schwer, wenn das Auto im Grunde piept. Und also super, super wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank, Alex, auch auf diesem Weg. Ich finde, man muss so schöne Dinge auch einfach mit der Welt teilen und dass ich hier wirklich so, so happy gemacht wurde und das ist einfach der Hammer. Also wie gesagt, ich erwarte das von überhaupt niemandem, dass ich da Post bekomme. Ich bekomme ja auch immer mal Postkarten aus dem Urlaub oder einen Gruß aus der eigenen Stadt und darüber freue ich mich auch schon immer mega. Aber das, also Wahnsinn, also wirklich irre und finde ich wirklich toll und bin da auch wirklich sehr dankbar. Und das nächste Mal Rewatchen von Herr der Ringe wird dann in wunderbarer, neuer, gefühlter Qualität sein, weil ich glaube, Alex hat auch nur gesagt, er hat sie selbst nur 2-3 Mal angeguckt und dementsprechend sind die natürlich im besseren Zustand als meine eigenen. Das ist einfach verrückt. Aber das so zu dieser Bücherwoche, zu meiner dritten Urlaubswoche, die ja dann krankheitsbedingt noch verlängert wurde, das dann sozusagen in der nächsten Bücherwoche, denn ich habe ja trotzdem ein bisschen was gehört und gelesen in der Woche, zumindest auch bevor ich krank wurde. Und
Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts vergessen und ich glaube, es ist jetzt auch gut für die Stimme, wenn ich jetzt mal ruhig bin. Ihr habt die Woche auch kein anderes Video dazu gehabt. Ich hatte zwar noch ein Video, aber ich habe überhaupt nicht dran gedacht, das irgendwie hochzuladen. Es kommt jetzt dann diese Woche und natürlich auch die Neuzugänge fehlen ja noch. Also ja, ich drehe ja gerne mal Neuzugänge, weil ich möchte ja ein Jahr später einen Rückblick dazu machen. Dementsprechend, das kommt auf jeden Fall noch. Mal gucken, wie ich am Wochenende dazu komme, um die Neuzugänge zu drehen. Und ja, das war es jetzt aber von mir. Ich habe auch lang genug gequasselt. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.